Ahoi hoi und willkommen zu Rolfs Filmkritiken. Choose or Die gibt es seit gestern im Abo auf Netflix und die Story erinnert sehr stark an den ebenfalls von Netflix produzierten interaktiven Bandersnatch aus dem Black Mirror-Universum. Wieder geht es darum, dass ein Computerspiel aus den 80ern auftaucht, offenbar für das C64 oder einen anderen Heimcomputer programmiert, und genau wie in Bandersnatch ist dieses Spiel ein Text-Adventure, in dem der Spieler Entscheidungen trifft, deren Konsequenzen sich in der echten Welt manifestieren. Der große Unterschied ist jedoch folgender. Durften wir im britischen Bandersnatch noch selbst Entscheidungen treffen und konnten uns ansehen, was unsere Wahl bewirkt, sind wir in Choose or Die zum Zuschauen verdammt und folgen einer linearen Handlung. Das hätte durchaus ein Vorteil sein können, wenn der Film eine interessante Geschichte zu erzählen hätte. Das Problem ist aber, dass der Fokus von Choose or Die nicht auf dem interessanten Setting liegt, sondern darauf, möglichst viele Ekelszenen einzubauen. Und auch das könnte ein Vorteil sein, wenn diese Szenen frischen Wind ins Genre brächten. Stattdessen sehen wir zum 100. Mal, wie Menschen Glas essen und aus dem Mund bluten. Sehr originell. Das Schlimme ist jedoch, dass Choose or Die zwischendurch immer mal seine Momente hat und zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. So begegnen uns zahlreiche, mal mehr, mal weniger gut eingestreute, popkulturelle Referenzen, von Freddy Krüger bis zur Matrix-Reihe. Und auch im visuellen Bereich gibt es einige sehenswerte Ideen, wenn zum Beispiel das Vor- und Zurückspulen einer Videokassette als Bestrafung dargestellt wird oder das Setting generell etwas abstrakter ist. Das hält einen dann auch bei der Stange und lässt einen den eigentlich auch nicht besonders langen Film bis zum Ende durchhalten. Die Handlung erinnert trotzdem letztlich an eine krude Mischung aus dem unoriginellen Horrorfilm Wish Upon und dem deutschen Streifen Reality XL. Und das alles eingebettet in eine Bandersnatch-Rahmenhandlung. Abgesehen von ein paar kleinen optischen Gags hat Choose or Die leider keinen originären Gedanken zu bieten. Und noch eine Sache hat mich unfassbar am Film gestört. Zwar mag das Geschmackssache sein, doch fand ich die Musik unerträglich. Ich verstehe, warum man sich für den Einsatz nervtötender Dissonanzen entschieden hat. Man will die Piep- und Störgeräusche von Heimcomputern der frühen 80er nachbilden. Und für ein, zwei Sekunden kann so ein Geräusch ja auch durchaus passend sein. Wenn uns aber minutenlang Misstöne um die Ohren gehauen werden, dann vermiest einem das Filmerlebnis. Hinzu kommt, dass sich der Film für intelligenter hält, als er eigentlich ist. Am Ende wird versucht, ein paar doppelte Böden aufzumachen und mit Krampf wird ein vermeintlicher Twist in die Handlung geschrieben, der uns den Eindruck vermitteln soll, dass das Abenteuer für die Hauptperson noch nicht vorbei ist. Schauspielerisch ist das alles aber sehr in Ordnung. In einer der Rollen sehen wir sogar Eddie Marson. Das Problem der Schauspieler ist nur, dass man ihnen sinnlose Sätze in den Mund gelegt hat. Ausdrücke wie "Oh ja, das ist wirklich eine abgefuckte Sch*" tragen nichts zur Handlung bei und hätte man ersatzlos streichen können. Doch für wen eignet sich der Film? Wer eine intelligente, noch nie dagewesene Handlung erwartet, wird enttäuscht. Wer einen brutalen sehen will, aber auch, denn sobald es zur Sache geht, wird weggeschnitten. Dadurch entstehen zwar heftige Bilder im Kopf, aber eben nicht auf der Leinwand. Gamer werden auch nicht wirklich auf ihre Kosten kommen, da das Thema zwar interessant dargestellt ist, aber viel zu kurz kommt. Die Thriller- und Drama-Elemente sind ebenfalls zu halbherzig umgesetzt. Unsere Hauptprotagonistin hat nämlich ein ungeklärtes Problem aus der Vergangenheit, was sie im Verlauf des Films übrigens en passant mit auflöst. Am Ende würde ich sagen, wer Wish Upon für einen guten Film hält, wem Bandersnatch zu intelligent und zu verkopft war und wer ein paar heftige Szenen sehen will, ohne dass sie wirklich gezeigt werden, der kann mit Choose or Die vielleicht etwas anfangen. Von mir bekommt der Film 5,5 von 10 Punkten. Solide produziert und mit ein paar kleinen Ideen ausgestattet, ist er kein Totalausfall, aber gewiss auch keine Entdeckung, geschweige denn ein Geheimtipp. Das war Rolfs Filmkritiken. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ahoi hoi!